Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Guild. Vielen Dank fürs Einschalten. Gucken wir mal, dass wir heute zwei Parts dann kriegen. Ein bisschen Fortschritt. Ja, wir haben tatsächlich hier gespeichert, wo wir aufgehört haben. Ist das Rad da noch dran? Ne, wir haben gar keins abgemacht, ne? Ich glaube, da kann man ein Rad befestigen. Wir hatten auch mal ein Rad dabei, aber ich glaube, das hatten wir dann irgendwo benutzt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall nochmal. Und, ja. Es gibt auch schon das nächste Projekt. Also wir haben eins, das heißt Amnesia the Bunker. Der ein oder andere hat von dem Game schon mal gehört. Das Ganze habe ich mir schon fertig installiert. Und da werden wir auch demnächst mal reingehen. Zudem wird auch bald Five Nights at Freddy's, die Erweiterung, das DLC, Ruin, kommen. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Wir müssen uns jetzt hier durch den Schulgarten schnieken. Immer geradeaus, dann biegen wir ab und dann schauen wir nochmal auf der Karte, wenn ich nicht weiter weiß. Hier ist es sehr ruhig. Unsere Cousine. Ja, bitte einmal verpuffen. Ach, der bleibt da auf der Stelle. Ach so. Weiß nicht, ob er uns sieht. Ich glaube, wenn wir sneaky genug sind, sieht er uns gar nicht. Hat geklappt. Und den schalten wir aus mit so einem Sneak Attack. Hm. Ja, sie wurde von dem riesigen Titan entführt. Jetzt ist die Frage, was könnte der Titan symbolisieren? Ist das ihre Wut? Ihre Trauer? Oder sowas? Ihre Verzweiflung? Oder was auch immer für eine Emotion in dem Titan stecken könnte? Und desto mehr und mehr sie wütend ist, oder welche Emotion auch immer, der Titan verkörpern könnte. Ja, dadurch, dass die intensiver geworden ist, diese Emotion, ist der auch so groß geworden mit der Zeit. Ja, ich glaube, wir können laufen, aber besser ist sneaken. Nachher steht einer um die Ecke und ich habe den nicht gesehen. Ja, ich glaube, hier war schon mal richtig. Ich glaube, wir müssen ins Auditorium. Da ist der große Titan hingegangen. Ich frage mich, ob man den sieht. Sehen tue ich ihn jetzt nicht. Dafür, dass der wirklich, wirklich sehr groß war. Der war wirklich riesig. Deswegen nenne ich ihn auch Titan. Wir können nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas aufsammeln können. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann rein ins Auditorium. Warte mal, da waren wir aber schon drin. Moment, da waren wir schon drin. Oh, wir müssen hier links durch die... Ach, wir müssen wieder zum Hauptgebäude. Warte mal, lasst uns mal ganz kurz das hier durchlesen. Das ist meine letzte Chance, Emily zu retten und mich auch. Die sind zurück zur School gegangen, also zum Haupteingang muss ich jetzt. Das war ja hier über die Gaspipes. Oh, genau, hier. Nee, das brauchen wir nicht, oder? Ja, doch. Sind so ungefähr 5% HP, die uns da fehlten. Aber die lade ich das wird nützlich sein. Gerne auf. Müssen aber jetzt nicht durch die Feuerleiter. Es reicht, wenn wir jetzt durch den Haupteingang wieder gehen. Also, ich glaube nicht, dass das... Ich weiß nicht, ob das der Haupteingang ist. Weil der führt zur Kantine. Nee, das ist nicht der Haupteingang. Aber Hauptsache, wir kommen ins Hauptgebäude. Keine Cutscene? Genau, hier geht's zur Kantine und hier geht's halt raus zum, ja, Kartenbereich. Oh, hier war mal vorher Gas. Das ist mittlerweile weg. Oder Dampf. Aber Gas ist auch nicht allzu falsch, weil in den Minen war Gaswarnung. Jetzt sind wir im Hauptgebäude, schauen wir mal. Wir müssen zur Halle, also da müssen wir jetzt wirklich zum Haupteingang. Die Halle ist ja der Haupteingang. Oh, direkt hinter der Tür. Wir sehen auch schon eine bekannte Person. Bist du bereit, Sally? Das bin ich. Aber warum kommen Sie nicht mit? Ich wünschte, ich könnte, aber unmöglich. Ich bin nicht mehr stark genug. Ich werde ruhen.
Ich brauche all meine Kraft, um Emily und dich zurückzubringen. Was ist? Sind Sie krank? So könnte man sagen. Gut, jetzt öffne ich dir die Tür zur Mine. Wenn du Emily findest, öffne ich eine Tür, damit ihr zurück könnt. Sobald ihr hindurch seid, rennt zur Seilbahn. Nur so entkommt man diesem elenden Ort. Und jetzt pass auf. Das ist sehr wichtig. Du musst Emily dein Ticket geben. Sonst fährt die Seilbahn nicht. Hast du das verstanden? Ich glaub schon. Gut. Öffne die Tür, wenn du soweit bist. Und Sally? Ja? Gib acht. Du machst das so gut. Danke. Ey, das war nett von ihm. Das war wirklich nett von ihm, dass er das einmal gesagt hatte, dass Sally das ganz gut macht. Jo, folgende Idee, also folgende Sache, die ich ganz gerne mal angesprochen haben wollen würde. Und zwar, ich glaube ja, dass der Mann, dass der schon verstorben ist, dass er gar nicht mehr lebt, weil ich gehe davon aus, dass es der sein könnte, der, also der Minenarbeiter, dass es der sein könnte. Und der ist ja verschüttet worden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Emily und wir wahrscheinlich ja noch leben. Wahrscheinlich kommt jetzt der Endboss, der riesige Titan. Oh, nee. Ja, das hat sich ja komplett verändert. Emily findet diesen Ort für immer verlassen. Jetzt frage ich mir an der Stelle überhaupt, ob es Bob... Ich hab ja gesagt am Anfang. Mal gucken, ob wir heute zwei Parts hinbekommen. Also, weil er frage ich mich, ob wir Bob noch zum zweiten Part kommen. Weil das riecht mir so ein bisschen wie nach das Ende. Oh, wir sind in einer Höhle. Berg. Bau. Nee, Höhle. Berg. Also ich glaube nicht, dass es eine Höhle ist. Ich glaube, das ist ein Berg, in dem wir sind. Und die Schule ist wahrscheinlich so geschichtsmäßig auf einer alten Mine, die mal damals genutzt wurde, gebaut worden. Und keine Ahnung, was in der Mine war. Vielleicht irgendwas Magisches. Was das alles hier erklären könnte. So, ja. Der dreht sich jetzt aber nicht, ne? Genau, der bleibt dann da stehen. Und teleportiert sich. Bleibt hier nochmal stehen und dann können wir durch. Der läuft aber, oder? Ne, der teleportiert sich auch. Oh oh. Oh oh. Oh, ich wusste gar nicht, dass der sich nach links bewegt. Das hätte jetzt schön ins Auge gehen können. Und der guckt gar nicht in unsere Richtung. Oh, das mit dem Raben jetzt gerade echt nach hinten losgehen können. So, was könnte das hier sein? Das ist irgendeine Minenanlage. Aber so wirklich sagt die jetzt auch nichts aus, oder? Na, einmal auf die Taschenlampe wechseln. Müssen wir uns beeilen, ne? Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Wenn die uns sehen. Wir kommen ja nicht so einfach hier hoch. So, die haben uns auch schon wieder verloren. Wir haben uns wahrscheinlich gehört, das war das Problem. Ist gut, Sally. Guck, nur nicht runter. Na, ich hab mal eben die Taschenlampe wieder ausgeschaltet. Muss ja nicht unbedingt sein, dass die uns sehen. Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, dann sind wir da, wo wir... Warte mal, hier ist noch irgendwas markiert.
Ne, das ist nur eine Aufladung. Wenn wir hier ja jetzt runterhüpfen, dann sind wir ja da, wo wir aufgehört haben. Warte mal, was? Bin ich hier? Ah, jetzt sehe ich's. Oh. Ah, okay, ich wollte schon sagen, ich kann doch jetzt nicht da wieder einfach runterhüpfen. Ja. Wie sich herausstellt, kann ich es doch. Hat sich gerade erübrigt. So, wir laufen nochmal weiter. Ich bin mal ein bisschen riskanter, diesen zweiten Durchlauf. Ja, jetzt muss ich mal eben warten. Jetzt. Weil dann können wir direkt durch. Weil der dreht sich jetzt. Müssen wir wieder da hoch. Sind wir doch da runtergesprungen. Unfreiwillig, aber okay. Nee, ich glaube, das war, weil ich gerannt bin. Deswegen haben die uns gesehen. Mussten auch ein bisschen auf die Energie achten. Hier geht es ein bisschen langsamer weg. Aber gerade eben hat man bemerkt, bei dem anderen Brett, das hat sich ganz schnell wieder verzogen. So, jetzt. Müssen uns ein bisschen beeilen, nicht, dass ich wieder runterfalle. So, vorsichtig. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist aber eine große Treppe. Oder sie sieht nur so groß aus, weil wir so klein sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das betätigen möchte. Weil wir können ja auch einfach jetzt weiter. Warum sollte ich hier drauf drücken? Damit die Monster zu mir können. Okay, macht Sinn. Ja, oder dass ich halt wieder zurückgehen kann. Ich glaube, das ist es wohl eher. Oh? Ah, die roten Kabel schon wieder. Jetzt müsste ich doch irgendwie hier durchkommen, ja. Das Schöne ist, man hört die immer. Die Augenkreaturen. Das heißt, wenn du noch irgendwas hörst, weißt du, irgendwo ist noch ein Auge. Ja, jetzt sind wir ja komplett hier in so einem Bergbaugebiet. Oh, die Taschenlampe. Der nimmt uns die Taschenlampe. Nein, bitte! Gib sie mir zurück! Schön, behalt sie. Ich gebe nicht auf. Was ist mit der anderen Taschenlampe? Die haben wir gar nicht mehr behalten, ne? Wir hatten ja zwei Taschenlampen. Wir hatten ja einmal ganz am Anfang die. Und dann hatten wir ja die große Taschenlampe gekriegt. Aber die kleine Taschenlampe haben wir anscheinend nicht behalten. Das war ja jetzt interessant. Der Titan kam, nahm sich die Taschenlampe und verziehte sich. Also er will uns nicht wehtun. Und scheinbar mag er die Taschenlampe auch nicht. Ah ja. Oh, ein kleines Puzzle. Da hinten ist aber eine Kreatur. Ah, warte mal. Das können wir eigentlich schon mal wieder umstellen. Nee, oder? Oh, gar nicht wahr. Wir müssen die Lore hier hinbringen, dann drehen und dann hier runterschubsen, damit das Holz weggeht.
Weil, wie schon immer, bei solchen Games können wir nicht klettern. Wir können auch nicht hier durch diese Lücke mal eben klettern und darüber kommen. Geht nicht. Das Holzbrett ist im Weg. Und ich glaube, da ist die Lore. Würde aber schon gerne einmal da hoch. Das mache ich jetzt auch. Weil ich stelle mir vor, dass hier noch... Ne, da ist die Lore. Ich dachte, hier oben wäre vielleicht nochmal eine Notiz, die wir uns durchlesen können. Habe ich wieder so und so viel Zeit? Nö, ich habe genug Zeit. Dafür ist das wahrscheinlich ein kleines bisschen schwieriger. Wo muss ich denn hin, ist die Frage. Oh, einmal unten rechts und einmal oben links. Und den kann ich auch bewegen. Ich glaube, wir haben es schon. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, dass die auf einmal so platziert waren, dass ich nur noch nicht viel machen musste. Ich glaube, das war Zufall. Ich habe den einen angemacht und auf einmal war das schon fast fertig. Ja, das haben die nicht gehört. Aber oh, der ist jetzt weggelaufen. Nee, das sind jetzt zwei. Oh. Auf dem Tisch da liegt noch ein Inhalator, den brauchen wir aber nicht. Sonst sehe ich hier nichts, was wir aufsammeln können. Ich würde aber sagen, dass wir den hier, dass wir den Raben besiegen. Weil der Rabe, der wird uns erwischen können. Also um einiges leichter als die andere Kreatur. Wir schnappen uns jetzt den Raben. Weil der patrouilliert hier ziemlich gut, muss ich sagen. Hä? Ich habe ja gar keine Taschenlampe mehr. Oh. Ja gut, ich gebe zu, das habe ich jetzt gerade irgendwie vergessen. Schaffe ich das? Okay, das schaffe ich. Die lassen auch sofort ab. Ich frage mich jetzt, wie viele von euch gedacht haben in dem Moment, wo ich hinlaufe. Ich bin mal gespannt, wann ihm auffällt, dass er ja gar keine Taschenlampe mehr hat. Du hast es zuerst gesehen. Ja, ich habe keine Taschenlampe mehr. Das habe ich irgendwie komplett verdrängt. Und da haben wir noch gerade erst drüber gesprochen. Und nicht nur das. Die wurde uns ja auch gerade eben erst weggenommen. Warte mal, wenn ich mich hinstelle, müsste der... Er ist besser, glaube ich, wenn wir sneaken. Einmal drehen. Aber das hören die nicht. Wahrscheinlich ignorieren die Geräusche, die sie kennen. Das ganz gerne schieben. Ah, wir müssen ziehen. Ja, komm, schaffen wir. Schaffen wir. Ah, war ich doch noch ein bisschen vorsichtig. Er hat uns nämlich fast gesehen. Müssen wir auch nochmal warten. Ja, der Stein ist halt hilfreich. Wäre der Stein nicht da, dann... Würde es tatsächlich trotzdem noch klappen. Weil wir uns immer wieder hinter der Lore verstecken können. Och. Habe ich das jetzt umgedreht? So, dass das falsch ist. Hoppala.
Ah, vielleicht schaffen wir das. Vielleicht schaffen wir das. Ja. Gut, jetzt schieben müssen wir mal eben warten. Jetzt. Und alle hopp. Das wird laut sein. Geschafft. Ich wollte erst sagen, warum setzen wir uns nicht drauf? Macht doch mehr Spaß. Aber jetzt verstehe ich, warum wir das nicht gemacht haben. Aber passiert das wirklich? Ich meine, sind die Dinger nicht extra dafür da, dass die abgebremst werden? Sind die extra so gebaut, dass die... Selbst wenn die ein bisschen schnell fahren, dass sie dann abgebremst werden? Ja, vielleicht hat das auch eine Grenze. Aber es ist ja nur ein kleiner Hügel, also... Ja, trotzdem, wenn wir draufsetzen, wenn es abgebremst wird, ich glaube, wir würden trotzdem durch den Druck... nach vorne geschleudert werden. Egal, ich habe mich trotzdem draufgesetzt. Ja, okay, nein, hätte ich nicht. Oder vielleicht doch. Schreibt es in die Comments. Wärt ihr draufgegangen? Wir haben noch den Feuerlöscher, stimmt. Damit können wir Gegner ja einfrieren. Nicht permanent, aber... vorübergehend. Also wir sind nicht ganz aufs Verstecken angewiesen. Wir können auch kurzzeitig die Gegner einfrieren, um nochmal Distance zu gewinnen. Gut, ein bisschen Dampf. Kennen wir ja. Ja. Ach, krasses Level-Design auch wieder. Mit den Häusern, die so verschmolzen sind mit dem Berg. Daran sieht man auch wieder, dass es keine richtige Realität ist. Sondern irgendetwas Magisches. Da ist sie. Fast geschafft. Pass auf, die mutiert gleich zu irgendwie... Oder sie ist der Titan. Ach nee. Der Titan hat sie ja hier hingebracht. Emily. Ich dachte, du trauerst deinen alten Freunden nach. Warte mal, war gestimmt. Die ist ja hier hingezogen. Da hinten ist sie. Genau, dann verließ sie ja, wenn sie alte Freunde hatte... In der alten Gegend, wo sie gewohnt hatte, hat sie ja ihre alten Freunde verloren. Jetzt ist die Frage, hatte sie denn da Kontakte geknüpft? Die Musik wieder sofort. Jedes Mal, wenn ich das Piano höre, denke ich sofort, ich bin im Hauptmenü von The Forest. Emily, ging es dir wirklich so schlecht? Ja, ich habe aus Versehen gerade die Aufnahme beendet, sehe ich. Ups. Oh, das muss ich unbedingt... Oh, also jetzt gerade, ist mir aber sofort aufgefallen. Weil ich habe an meiner Maus habe ich auch eine Menge Tasten und anscheinend hat eine dafür geführt, dass ich die Aufnahme beendet habe. Deswegen sah das gerade vielleicht aus wie so ein kleiner Schnitt, weil ich da gerade aus Versehen gegengekommen bin. Oh, das muss ich aber ändern. Gut, dass ich vorhin nochmal drauf geguckt habe. Muss ich da Acht geben? Ne, da müssen wir wahrscheinlich durch. Oh, wir müssen das einfrieren. Wir haben ja den oberkrassen Feuerlöscher. Das ist einfach ein Gefrierstrahl. Ich dich abtime. Ja. Oh, das ging aber schnell. Huch. Bleibt der jetzt so? Nee, ne, oder? Das ist so ein heftiger Feuerlöscher. Oder die sind so. Keine Ahnung. Sind das normale Feuerlöscher? Kennt sich jemand aus? Hat jemand Feuerlöschologie studiert?
Ich hab eine Dose. Ja. Guck, keine Monster hier. Die wissen Bescheid. Die haben sich gerade gegenseitig Mausezeichen gegeben. Sie hat eine Dose. Und dann sind die alle weggerannt. Ja, ich leg die Dose wieder hin. Oder können wir den Knopf betätigen? Ja, wir haben ja noch eine linke Hand. Habt ihr das auch gehört? Wie Fußschritte so ähnlich. Schon wieder. Ah, dafür haben wir die Dose. Müssen wir... Okay. Oh, jetzt geht das ohne mich hoch. Oh, seht ihr das? Guck mal. Lass mich helfen. Ich hab sie nicht gehänselt. Aber ich hab's auch nicht verhindert. Ja, das ist wahr. Als sie weg war, habe ich jeden Tag nach ihr gesucht. Aber da war es zu spät. Ich muss sie finden. Mich entschuldigen. Ja, das ist doch perfekt. Entschuldige dich dafür und dann mal schauen, wie sie reagiert. Haben wir uns schon entschuldigt? Haben wir? Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, es tut uns leid, oder? Einfach nochmal entschuldigen. Oh, seht ihr die Anzeige? Die entleert sich. Aber die füllt sich sobald wir loslassen, füllt die sich wieder. Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Umkleide. Ja, auch wieder Fußschritte. Die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, als würde hier noch jemand anderes rumlaufen. Aber hier ist niemand außer mir. Außer vorhin. Unser anderes Ich. Was ist das? Bethelwood Umsiedlungsplan? Alt Bethelwood. Neu Bethelwood. Wie alt ist die? Ich wusste nicht, dass es zwei Bethelwoods gab. Zwei Städte. Das erklärt, was ich im Teleskop gesehen habe. Ach so, das ist nicht dieselbe Stadt, nur nachgebaut. Also, es gab ein altes Bethelwood und da befinden wir uns gerade. Und hier war mal eine Mine. Und das neue Bethelwood ist ganz woanders. Nichts. Und beim neuen Bethelwood heißt das auch dann, also wo wir herkommen, dass dort keine Mine unter der Schule ist. Nichts. Oh, das sind neue Infos. Ich dachte die ganze Zeit, das hier wäre eine Kopie. Das ändert ein bisschen was. Aber trotzdem immer noch seltsam gewesen, diese Barriere, wo wir mit der Gondel durchgefahren sind. Auf einmal war da so eine Barriere, die wir durchquert sind. Na, wir müssen 4 Sachen diesmal unter Strom setzen. Oh, das sieht interessanter aus. So, ist schon mal richtig. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube, wir müssen einmal hier so oben lang und dann nach rechts runter. Machen wir das so. Ja. Und dann drehen wir das nämlich nach oben. Nach oben links, oder? Oh, ich weiß wie. Ah, das war richtig. So. Drehen das nach links. Das hier machen wir gerade, also waagerecht. Und jetzt brauchen wir noch... Nee, das geht nicht. Schade, Idee war nicht schlecht. Aber das funktioniert tatsächlich so nicht. Das heißt, wir müssen doch... So. Nee, das geht auch nicht. Oh, das Rätsel gefällt mir.
Wir können es ja mal so versuchen. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich finde, das ist der einfachste Weg. Also der Weg, den man als erstes ausprobieren würde. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das der Weg sein wird. Das ist, glaube ich, der Weg, aber... Ich glaube, jetzt haben wir es. Müssen wir nur noch den hier drehen. Und den hier. Ja. Huch. Ach so, der hier noch. Das war super. Das war richtig klasse. Ich finde, so kann der Schwierigkeitsgrad bleiben. So ist das gut. Ah, jetzt steht das unter Strom. Jetzt können wir die Ventile drehen. Und den Knopf drücken. Was machen wir zuerst? Ventil. Da öffnet sich wahrscheinlich jetzt die... Ach so, das ist der Generator. Ah, wir müssen... Okay. Wir müssen das Teil hier hinten dahin bringen, damit wir darüber laufen können. So, jetzt einmal mit... Oh. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach schieben können. Aber wir können das einfrieren. Und jetzt schieben. Okay. Man will es uns nicht zu einfach machen, mit dem Teil hier durchzukommen. Hier müssen wir uns aber beeilen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Fast wäre unser schöner Rucksack verdampft worden. Ach, das ist eine Druckplatte. Jetzt können wir den Knopf drücken und dann da drauf. Vielleicht? Ja. Aber schon ein bisschen... Also so jetzt, wenn wir überlegen, ist schon teilweise... Also dieses Gitter, das ist schon unnötig gebaut, oder? Oder? Hat das einen Zweck? Ja, uns davon abzuhalten, dass wir direkt da rüberkommen. Oh, Wasser. Ist eine Wasserkühlung? Ja, hier ist irgendein Generator. Der wird mit Wasser gekühlt. Emily, du wirst nie wieder leiden. Ich würde jetzt nicht sagen, nie wieder. Also verspreche ich jetzt auch nicht zu viel. Bin fast da, Emily. Warte auf mich. Ich find's gut, dass sie soll sich entschuldigen. Sagen, dass sie das nicht nochmal machen wird. Also nur zuzusehen und nicht zu verhindern. Aber zu sagen, dass sie nie wieder leiden wird. Das musst du jetzt nicht unbedingt. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wie kommen wir an ihr vorbei? Jetzt. Ja, wenn du nach hinten guckst. Nö. Oh, sie hat sich gerade gedreht. Wo muss ich denn hier lang? Durchs Feuer? Oh. Oh, da muss ich aber richtig schnell sein. Wie mache ich das denn mit ihr? Guck mal, sie geht kurz runter. Aber das ist sehr, sehr kurz. Und kommt wieder hoch. Wieder runter? Okay, beim nächsten Mal. Aber ich glaube, die sieht uns trotzdem noch. Die sieht uns trotzdem noch. Lass uns mal... Jo, perfekt. Okay. Ich finde, das haben wir solide geklärt. Moin. Hey, den brauche ich. So nah dran. Ich finde einen anderen Weg.
Alles klar. Vor dir ist gerade, also direkt vor deiner Nase ist gerade ein Auto explodiert. Aber Hauptsache, erstmal drauf achten, dass wir den Feuerlöscher nicht verlieren. Haben ihn aber leider doch verloren. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Kein Feuerlöscher und auch keine Taschenlampe. Man muss sagen, dass beide Items OP waren. Das waren schon zwei OP-Weapons. Da siehst du, da sieht ein Druide auf, in WoW auf Level 80, aber aus wie ein Beginner. Ja, ja, da können wir laufen, der sieht uns noch nicht. Inhalator, nee. Einmal warten. Rechts ist Dampf, können wir nichts mehr gegen ausrichten. Aber der geht nach der Zeit auch wieder aus. Dreht er sich auch noch? Nö, anscheinend nicht. Aber der stand doch am Anfang anders herum. Wow. Das heißt, es ist nur noch hier vorbeisneaken. Und sobald sie losläuft, laufen wir durch. Sie dreht gleich ihren Kopf wieder. Müssen wir aufpassen, aber ich meine, wir sind weit genug weg. Oh, hier ist ein kleiner Secret. Vielleicht eine Notiz? Oh. Jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Ah, ne, alles gut. Weiter kommen die nicht, da kommen die nicht durch. Ne, ne, ne. Oh, wir sind da. Wir sind bei ihr. Emily? Bitte. Hilf mir. Natürlich helfe ich dir. Oh. Hä? Lauf, Emily! Lauf! Hä? Ich kann nicht... Ich konnte nicht laufen. Hä? Da stand irgendwas mit Laufen. Was steht denn da? Fliehen. Lauf, Emily! Lauf! Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, ich weiß nicht, warum ich vorhin nicht laufen konnte. Oh nein, Emily ist langsamer. Aber sie kommt gut hinterher. Boah. Diese Ansicht, wir gucken durch den Mund von ihm. Hä, ich finde das... Also Props an die Entwickler, richtig gut gemacht. Boah, die Kameraführung, die habe ich gefeiert. Schöner Part. Hätte ich sogar noch ein bisschen länger genossen, mir das anzugucken. Boah, wenn wir unsere Taschenlampe hätten, ne? Ich sag's dir. Mit unseren 6x A Batterien. Ja, das kann ich nicht so schnell lesen, Ladebildschirm. Oh, wie bitte? Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Oh. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht! Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung. Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Ich dachte, die zieht jetzt durch. Oh, Entscheidung treffen.
Oh, entweder wir gehen da. Nein, wir geben es. Wenn ich Emily das Ticket gebe, sitze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Hallo, wir sind der Protagonist. Als Protagonist opfern wir uns. Wenn ich Emily das Ticket gebe, sitze ich fest. Ja, dann machen wir uns schon mal bequem hier, ne? Was tust du denn da? Es tut mir leid, Emily. Es tut mir so leid. Ich hätte von Anfang an für dich da sein sollen. Doch das war ich nicht. Ich wusste nicht, was du durchmachst. Als du weg warst, musste ich dich finden, denn ich konnte mir nicht verzeihen. Doch ich lass dich hier nicht allein. Oha, das war ein Reim. Nein, Sally! Du musst das nicht tun, bitte! Wäre ich nur eine bessere Cousine. Ich hab dich lieb. Oh, oh, oh. Oh, die sind aber wieder weg. Die sind aber wieder weg. Er ist auch weg. Alles geht weg. Okay. Oh nein, wir werden nur unsichtbar, glaube ich. Wegen der Barriere. Vielleicht. Jetzt ist sie vermisst, Sally. Super. Ja, warte. Emily, hol einfach 2 Tickets und komm wieder. So wie wir es gemacht haben. Nur wir haben Tequila Workspace. Jetzt müsste ich... Oh, ja, jetzt gibt es 2 N. Man kann sich entweder für Sally entscheiden oder für Emily. Aber ich hätte schrecklich gefunden, wenn wir uns jetzt für uns entschieden hätten. Also für Emily. Das wäre ja richtig fies. Da hätten wir gar nicht erst kommen brauchen. Ja, aber wir sind ja da hingekommen. Wir hatten ja ein Ticket geholt. Und sind dann hingefahren. So, konnte jetzt aber nur einer zurück, weil wir hatten nur ein Ticket. Was ist, wenn Emily jetzt einfach... Sie weiß es ja jetzt. Sie weiß es jetzt, wir brauchen 2 Tickets. Wenn sie 2 Tickets zieht und dann nochmal zu uns kommt. Dann holt sie uns mal eben wieder ab. So wie... Ja. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob wir die skippen sollen, aber... Wir warten noch mal eben ein bisschen. Ich glaube, dass wir jetzt gleich ins Hauptmenü geschmissen werden. Oh, in Memoriam sogar. Oh, das kann ich aber nicht lesen. Wahrscheinlich steht das Ganze jetzt noch mal in unterschiedlichen Sprachen. Ich guck mal gerade was. So, was steht da? Also, es gibt... Ja. Okay, passt. Wir skippen das jetzt mal, wenn wir es können. Und dann werden wir wahrscheinlich im Hauptmenü geworfen. Oh, wir können es nicht skippen. Okay. Wir können es, glaube ich, nicht skippen. Nee. Vielleicht können wir es vorspulen? Nee, auch nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall riesige Credits an die ganzen Personen, die hier aufgelistet sind. Weil, haben sie wirklich toll gemacht. Sehr, 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 sehr gut entwickelt. Sehr gutes Entwicklerteam. Haben sie richtig schön gemacht. Auch geschrieben, storymäßig. Ende. Ist jetzt kein Disney-Ende. Heißt, wir sind jetzt nicht beide entkommen. Aber man kann sich jetzt das Ende ein bisschen selbst schreiben. Ja, ich sag mir jetzt, dass Sally von Emily nochmal abgeholt wird mit 2 Tickets. Ganz einfach. Das ist jetzt mein Ende, weil... Warum sollte das jetzt nicht klappen? Ja, also ich kann das Ganze hier nicht skippen und man muss auch sagen, Riesenlob an alle, die hier aufgelistet werden. Aber schauen wir uns dann mal eben an, weil kann ja immer noch sein, dass am Ende was passiert. Vielleicht geht der, dann wird dieser Part nun mal jetzt 50 Minuten gehen, aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm. So, thank you for playing. Danke. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da ist nichts zu danken. Habe ich sehr, sehr gern gespielt. Und wir kommen zurück ins Hauptmenü.
Was passiert, wenn wir auch weiterklicken? Zurück zum Campus? Zurück zum Campus. Ich klicke mal auf weiter. Oh, 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 sehr gut. Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Wir können uns jetzt einmal umentscheiden. Wir können jetzt einmal gucken, was passiert, wenn... Sehr guter Speicherpunkt. Wir können jetzt einmal gucken, was passiert wäre, wenn wir gegangen wären. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Was ist, wenn ich gar nichts mache? Geht nicht. Gebe, okay. Setze ich fest. Wartet, wartet. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwo hinklicken kann, aber geht echt nicht. Ich kann nur links oder rechts. In die Seilbahn steige. Schauen wir mal. Muss Emily hier bleiben. Schauen wir jetzt mal, was passiert wäre, wenn wir in die Seilbahn gegangen wären. Als ob wir jetzt in die Seilbahn einfach steigen und dann so... Es tut mir leid. Oh, tut das mir leid, ist dass fies. Du weg warst. Aber ich bin nicht schuld. Alles lief gut, aber... Nach dem, was dir passiert ist, beschuldigten alle mich. Hassten mich. Oh. Ich glaube, ich wollte dich finden, damit die Leute mir vergeben würden. Interessant. Aber ich schaff's nicht. Es ist zu schwer. Ich kann nicht hier bleiben. Oh. Tut mir leid. Oh, das ist nochmal anders, das Ende. Also, das finde ich nicht so. Oh. Ihr Fahrrad. Papiere. Missing. Und Ende wahrscheinlich. Nee, oh, oh. Oh, oha. Ja, aber hä, wer hat die denn aufgestellt? Wahrscheinlich keiner mehr, ne? Weil wir stellen die ja nicht mehr auf und wir waren ja die einzigsten, die noch... Wir waren ja wirklich später die einzigsten, die noch die Suchzettel aufgestellt haben. Weil anderen haben das ja unterm Teppich gekehrt. Oh, wartet mal, ich lese gerade etwas. Oh. Leute, es gibt doch, glaube ich, noch ein Ende. Erinnert ihr euch an die Ticketfragmente, die wir gekriegt haben, nachdem wir die Personen gerettet haben mit den Blutherzen? Das schauen wir uns, glaube ich, jetzt mal an. Ich werde jetzt nicht alle Blutherzen farmen, weil wir ins nächste Let's Play huschen wollen, demnächst. Wir gucken uns aber das Ende an. Auf jeden Fall, ich mache das jetzt. Ich suche das eben draußen und schauen uns an. So, wir gucken uns jetzt nochmal gemeinsam das dritte Ende an. Das ist das geheime Ende, was man erlangt, wenn man alle roten Quarzsteine den Leuten in den Rollstuhlen gegeben hat, um die Ticketfragmente zu bekommen. Wir hatten einige rote Quarz gesammelt. Wir haben aber nicht alle Rollstühle gefunden. Keine Ahnung, wo die dann alle gewesen sind. Ja, wir schauen uns das Ende jetzt an. Ticket. Das Ganze ist jetzt hier, habe ich auf YouTube rausgesucht, ist auf Englisch. Wir gucken uns das jetzt an. And I'll be trapped. What's that? Ja, wie man sieht, hat man dann eine dritte Auswahl. Man kann jetzt nämlich auch ihn anklicken. Und wenn man das macht, sieht er die Ticketfragmente. Er sagt, wo hast du die Fragmente gefunden? Die sind nicht von hier. Ne? Und er erzählt der Emily gerade, dass er daraus etwas machen kann. Und er kann aus diesen Fragmenten jetzt ein zweites Ticket craften. Und wir können jetzt beide gehen. Und natürlich freuen wir uns darüber und bedanken uns riesig bei ihm mit einer Umarmung und dem Teddybär. Und von Emily kriegt er eine Umarmung, von Sally kriegt er... Ne, andersherum.
so sorry. Oh, guck, er hat den Teddy behalten dürfen. So, das war jetzt das Secret Ending und ja, schön, dass es doch ein Ende gibt, wo, also dass es ein offizielles Ende gibt, wo beide dann gehen dürfen. Ach, diese Ticketfragmente, oh, ich, ehrlich gesagt, das habe ich nicht erwähnt, weil ich mir das ein bisschen verkniffen habe. Und zwar wollte ich einmal schon erwähnen, pass auf, es gibt mehrere Enden. Und wenn wir dies und dies tun, erreichen wir irgendein anderes Ende. Beide dürfen gehen, die Emily hat ihm dann den Teddybär geschenkt und Sally hat ihn dann nochmal umarmt aus Dankbarkeit. Sehr schönes Ende, Emily und Sally sind dann auch beide wieder zurück in ihrer Welt. Super. Alles top. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Könnt ihr mal gerne erzählen, was ihr davon haltet. Und ja, als nächstes gibt's Amnesia the Bunker. Und vielleicht sehen wir uns da dann wieder. Tschö mit Ö, ciao mit V und bye bye.